Kennst du das auch? So viele von uns werden täglich von einer riesigen Masse an E-Mails geradezu erschlagen. Kundenanfragen, Rechnungen, Abstimmungs-E-Mails, Social-Media-Informationen, Newsletter oder die fünfte E-Mail deiner Mutter, die mal wieder nachfragt, warum du sie nicht angerufen hast. Und während man verzweifelt versucht, zumindest die wichtigsten E-Mails abzuarbeiten, kommen schon wieder die nächsten rein. Der Berg an unbearbeiteten E-Mails wird immer größer, die Frustration nimmt zu. Und irgendwann resigniert man komplett. Doch das muss tatsächlich nicht sein. Und in diesem Video erfährst du die 7 Top-Tipps, um diesem E-Mail-Horror zu entkommen und jeden einzelnen Tag mit diesem beruhigenden und erfüllenden Gefühl des Inbox Zero abzuschließen. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Let's go! Und wenn du diesen Kanal supporten möchtest, dann gib doch jetzt dem Video gleich mal einen Daumen hoch. Ich sage vielen Dank dafür. Und nun möchte ich direkt mit der wichtigsten Information starten, nämlich Inbox Zero ist tatsächlich möglich. Und zwar egal, wie viele E-Mails du am Tag bekommst und auch egal, ob du Outlook, Superhuman, Apple Mail, Spark, Newton Mail oder welches Programm auch immer benutzt. Und apropos Programme, vor kurzem habe ich ein Video mit den 5 wichtigsten Apps für Solopreneure aufgenommen und das verlinke ich dir hier oben mal. Schau es dir gerne an. Doch nun direkt zu den 7 Top-Tipps, um Inbox Zero zu erreichen und jeden einzelnen Tag gelassen und zufrieden zu beenden. Erstens, ganz, ganz wichtig, feste E-Mail-Zeiten definieren. Unter dem Strich gilt, entweder du kontrollierst deine E-Mails oder deine E-Mails kontrollieren dich. Und bei den meisten Menschen ist leider das Letztere der Fall. Und vielleicht kommt dir das ja bekannt vor, wann immer eine neue E-Mail-Benachrichtigung eingeht, starrt man wie gebannt auf den Laptop-Bildschirm, auf dein Smartphone, dein Tablet oder sogar auf die Apple Watch und schwuppdiwupp ist es vorbei mit dem Fokus und du lässt dich ablenken. Und um genau das zu verhindern, ist es sehr empfehlenswert, sich feste E-Mail-Zeiten zu definieren, an denen du fokussiert und konzentriert deine E-Mails abarbeitest. Dies kann beispielsweise 2-mal am Tag sein, morgens um 9, abends um 8. Es kann auch alle 2 Stunden sein oder einmal jede Stunde um 19:15. Hauptsache, es passt in deinen Tagesablauf und du hältst dich konsequent daran. Durch feste E-Mail-Zeitfenster bist du nämlich in der Lage, deine E-Mails fokussiert abzuarbeiten und hast den Rest des Tages Zeit, um produktiv, kreativ und effektiv zu arbeiten. Und das bringt mich direkt zu Tipp Nummer 2. Stell deine Notifications aus. Ja, ich meine das tatsächlich ernst. Ausstellen, abschalten in Peter Lustig-Manier. Abschalten. Und zwar auf all deinen Geräten. Dieser kleine Trick, Kniff alleine macht es dir so viel einfacher, Tipp Nummer 1 konsequent und dauerhaft umzusetzen. Tipp Nummer 3. E-Mail-Disziplin. Und das ist eher was möglicherweise andere betrifft, aber geh selber mit gutem Beispiel voran und frag dich, bevor du eine E-Mail rausschickst, muss diese E-Mail wirklich sein oder könnte es eventuell auch ein persönliches Gespräch, ein Anruf oder eine WhatsApp tun? Wenn du dich entscheidest, eine E-Mail zu schreiben, dann fass dich kurz und komm direkt zum Punkt. Ganz, ganz wichtiger Hinweis. Besonders in Konzernen ist es geradezu Mode geworden, Dutzende, teilweise 50 Leute gemeinsam in CC zu nehmen, also in Kopie zu setzen, nur um sich selber abzusichern. Und das bedeutet, du flutest nicht nur eines, sondern 50 Postfächer auf einmal, obwohl diese E-Mail nur für 1 oder 2 Leute relevant gewesen wäre. Nimm daher als Faustregel nur Menschen ins CC, für die die Infos wirklich wichtig und relevant sind. Und wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, möglicherweise tun es andere Leute dir gleich. Tipp Nummer 4. Richte dir ein gutes und effektives Filtersystem ein. Auf diese Weise stellst du sicher, dass nur die wirklich wichtigen E-Mails in deiner Inbox landen und alle Newsletter, Rechnungen, Transaktions-E-Mails automatisch ausgefiltert werden und in spezielle Ordner abgelegt werden. Tja, und dann ist der Workflow relativ einfach. Die wirklich wichtigen E-Mails, die arbeitest du während deinen definierten Zeitfenstern ab. Tja, und für den Rest, dann nimmst du dir einmal die Woche Zeit oder wenn du mal am Bahnhof warten musst, dann scrollst du das durch und konsumierst die Inhalte, die dich wirklich interessieren. Programme wie Gmail, Superhuman oder Spark
mit Sicherheit auch noch viele andere, haben solche Filter übrigens von Haus aus integriert. Und wenn nicht, dann empfehle ich dir sehr den Einsatz der Software Sanebox. Und den Link zu diesem Programm, den verlinke ich dir unten in der Infobox. Das lohnt sich sehr, sich das mal anzugucken. Du wirst erstaunt sein, wie viel Zeit du dir damit sparen kannst. Tipp Nummer 5. Fokus auf maximalen Mehrwert. Und damit meine ich, melde dich radikal von sämtlichen Newslettern, Abos und E-Mail-Listen ab, die sich im Laufe der letzten Jahre angesammelt haben. Behalten solltest du nur diejenigen, die du wirklich gerne liest und die dir einen echten Mehrwert bieten. Und glaub mir, alleine diese Aufräumaktion ist so unwahrscheinlich befreiend. Kommen wir zu Tipp Nummer 6 und das ist wahrscheinlich der wichtigste von allen, nämlich jede einzelne E-Mail, die in deinem Postfach ist, während deiner definierten Zeitfenster aus Tipp Nummer 1 sofort und umgehend zu bearbeiten. Und dies kann auf mehrere Arten geschehen. Möglichkeit 1, du antwortest direkt. Du kannst sie auch an jemanden aus deinem Team, an einen Dienstleister weiterleiten. Wenn eine Handlung aus dieser E-Mail folgt, dann kannst du einen Link automatisch an deinen Task Manager, beispielsweise Todoist oder Things 3 senden. Und last but not least, wenn du aktuell nicht wirklich etwas tun kannst, dann leg dir die E-Mail in die elektronische Wiedervorlage, in Klammern aka snoozen, auf ein bestimmtes Datum, zu dem die E-Mail dann wieder in deinem Postfach auftaucht und dann von dir bearbeitet wird. Das wichtige Prinzip lautet, keine einzige E-Mail darf unbearbeitet in deinem Postfach liegen. Und Tipp Nummer 7, last but not least, your business, your system. Und damit meine ich, arbeite immer nach einem System, das du definiert hast und das zu deinen Gewohnheiten, das zu deinem Alltag, das zu deinen Abläufen passt. Vor allem heißt das, lass dir nicht dein Zeitmanagement von anderen Menschen aufzwingen. Und möglicherweise kennst du das ja auch. Ich bekomme so häufig E-Mails, in denen im Betreff ganz dick und fett wichtig, dringend, umgehende Antwort erforderlich steht. Doch hier kommt der entscheidende Punkt. Was wichtig, was dringend und was für dich eine umgehende Antwort erfordert, das bestimmst ausschließlich du und nicht die anderen Menschen. Tja, mit diesen 7 Tipps wirst du in der Lage sein, der E-Mail-Flut zu entkommen und jeden einzelnen Tag mit diesem erfüllenden Gefühl des Inbox Zero zu beenden. Und wenn du dir jetzt gerade die Frage stellst, coole Sache, womit könnte ich denn jetzt sofort am allerbesten anfangen? Dann ist es möglicherweise folgende Frage, die du dir stellen solltest, nämlich, wo sind die größten Schwachstellen in meinem E-Mail-System und wie kann ich diese am besten beheben? Darauf setzt du dann die 7 Tipps und Inbox Zero wird keine Utopie mehr für dich sein. Wenn du jemanden kennst, der auch täglich mit zu vielen E-Mails zu kämpfen hat, dann teil doch das Video mit diesem Menschen. Und wenn du bis hierhin geschaut hast, dann gib doch jetzt dem Video einen Daumen hoch und hinterlass einen Kommentar. Vielen Dank dafür. Wie immer war es mir eine große Ehre und Freude und für heute bin ich raus. Mic Drop.